Und Petra Pauli, Bundestagsvizepräsidentin, die wird jetzt gleich genau die Debatte eröffnen. Es gibt noch Diskussionen über die Besetzung des Vorsitzes auch des Untersuchungsausschusses, denn nach parlamentarischen Gepflogenheiten wäre eigentlich die AfD an der Reihe. Also wir werden dazu auch in der Debatte einiges hören, aber steigen wir erstmal ein jetzt mit Florian Tonka von der FDP. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Fall Wirecard ist ein beispielloser Fall schwerster Kriminalität, einmalig in seiner Dimension und in der kriminellen Energie in der Nachkriegsgeschichte. Aber nicht allein das macht ihn so besonders, sondern besonders macht den Fall Wirecard auch, in welcher Weise sämtliche Kontrollinstanzen über Jahre hinweg versagt haben. Ja, Finanzaufsicht ist manchmal die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Aber im Fall Wirecard war es doch zunehmend so, dass wir einen Stecknadelhaufen hatten, aus dem nur jemand hätte ein bisschen Heu herausziehen müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit Anfang 2019 Berichte von Hinweisgebern an die Finanzaufsicht. Mindestens seit Anfang 2019 konkrete Zeitungsberichte, die das Betrugsmodell zum Teil sehr präzise beschrieben haben. Im Februar 2019 eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung gegen maßgebliche Akteure der Wirecard AG. Das waren doch klar sichtbare Hinweise, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was machte die Aufsicht mit diesen Hinweisen, diesem Haufen von Stecknadeln, der sich da aufgetan hat? Sie kippten erneut haufenweise frisches Heu drüber, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist doch das, was passiert ist. Die Finanzaufsicht erließ ein Leerverkaufsverbot und zeigte die Journalisten an, die die wahren Zeitungsartikel geschrieben hatten. Die Staatsanwaltschaft München stellte das Geldwäscheverfahren schnell wieder ein. Und die Abschlussprüfer von Ernst & Young setzten brav die Unterschrift unter den Abschluss 2018. Bei Wirecard haben die Kontrolleure nicht nur versagt, ist auch schlimmer. Die Botschaft war doch an die Anleger, bei Wirecard ist alles in Ordnung. Die Anleger wurden in die Irre geführt dadurch, dass die Kontrolleure sogar Wirecard auch als Opfer dargestellt haben. Und das ist das, was diesen Fall ganz besonders gravierend macht. Und insofern ist das keine Frage, kann man einen Untersuchungsausschuss machen? Man muss einen Untersuchungsausschuss machen. Dieser ist so zwingend wie kaum ein zweiter. Und das, was die Behörden gemacht haben, geschah ja nicht alleine auf der Fachebene in kleinen Behörden, sondern unter engster Einbindung von maßgeblichen Stellen der Bundesregierung. Der Bundesfinanzminister war seit Anfang 2019 regelmäßig über den Fall Wirecard informiert. Er ist in der Mitverantwortung für das, was gemacht wurde, und in der Mitverantwortung für das, was nicht gemacht wurde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch aus der Staatsregierung im Freistaat Bayern ist es erstaunlich still in diesem Fall. Ich meine, diese Stille hat auch Gründe. Man hofft, dass man über den Sturm hinwegkommt. Aber wir werden herausarbeiten, dass natürlich auch in Bayern Hinweisen nicht so nachgegangen worden ist, wie es zwingend erforderlich gewesen wäre. Und hinzu kommen Regierungskontakte von Wirecard bis hin dazu, dass die Bundeskanzlerin persönlich auf direkte Bitte von Karl Theodor zu Guttenberg in offizieller Funktion in China sich noch für Wirecard eingesetzt hat, als man längst hätte eine Hausdurchsuchung dort durchführen müssen. Wo sind wir denn, dass eine Regierung in so einer Lage noch für das Unternehmen wirbt, statt die Aufseher und die Durchsuchung durchzuführen? Das wäre doch die richtige Reaktion gewesen. Und der Verdacht, der da im Raum steht, ist doch, dass man sich blenden ließ, dass man meinte, einen digitalen Champion zu haben, auf den Deutschland weltweit stolz sein kann, und dass man meinte, ihn auch in Schutz nehmen zu müssen vor vermeintlichen Attacken von außen. Und wir wollen wissen in diesem Untersuchungsausschuss, ob das auch ein Grund dafür war, dass weggeschaut wurde und dass das Instrumentarium nicht genutzt wurde, was man gehabt hätte. Eine falsche Solidarität von Regierung und Behörden mit diesem angeblichen Vorzeigeunternehmen. Ich glaube, dass wir dem noch sehr, sehr genau nachgehen müssen. Dieser Untersuchungsausschuss wird ein Untersuchungsausschuss für die, die jeden Tag mit ehrlicher Arbeit ihr Geld verdienen, für die, die daran zweifeln, dass der Rechtsstaat sie auch vor schwerster Kriminalität effektiv schützen kann, und vor allem auch für die, die nicht damit zufrieden sind, dass nach einem solchen Skandal jeder Kontrolleur, der Finanzminister, Ernst & Young und die ganzen verschiedenen anderen Beteiligten immer nur sagen, was sie nicht tun konnten und wo ihre Grenzen waren, statt dass sich mal einer hinstellt und sagt, ich war verantwortlich und ich trage diese Verantwortung auch. Dafür werden wir sorgen mit diesem Untersuchungsausschuss. Er ist zwingend nötig, und ich werbe um breite Zustimmung. Herzlichen Dank.
sagt Florian Tonka für die FDP, ja, eine antragstellende Fraktion. Wer wusste wann von den Milliarden Scheinbuchungen? Was wusste wer in der Bundesregierung? Und wie konnte es überhaupt kommen zu diesem Mega-Betrug beim Finanzdienstleister und ehemaligen DAX-Konzern? Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Wirecard-Skandal hat das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland massiv beschädigt. Dieses Vertrauen gilt es nun zurückzugewinnen. Wirecard, das steht für Milliarden Euro, die verschwunden sind oder vielleicht auch nie existiert haben, für Manager, die von Interpol gesucht werden, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die um ihren Arbeitsplatz bangen und für Anlegerinnen und Anleger, die viel Geld verloren haben. Wir wollen diesen Skandal lückenlos aufklären, strafrechtlich, aufsichtsrechtlich und auch politisch. Bei der strafrechtlichen Aufklärung, da sind in allererster Linie die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte am Zug. Wer in diesen Dimensionen betrügt, den muss die volle Härte des Gesetzes auch treffen. Bei der politischen Aufklärung, da ist vor allem Olaf Scholz als Bundesfinanzminister in der Pflicht. Herr Bundesfinanzminister, machen Sie sich zum obersten Aufklärer und zum obersten Reformer. Als Aufklärer sollten Sie für volle Transparenz bei der Aufarbeitung des Skandals sorgen, gerade als Bundesfinanzminister, der für die Finanzaufsicht BaFin und auch für die Geldwäscheaufsicht FIU zuständig ist. Mir ist schon klar, es ist angenehmer, über künftige Reformen zu reden, als über etwaige Fehler im eigenen Ministerium. Aber es geht nicht darum, was angenehmer ist. Es geht um Sachaufklärung. Wir stehen zur Aufklärung bereit, tragen auch Sie mit vollem Einsatz dazu bei. Machen Sie Schluss mit der Salamitaktik. Als Reformer sollten Sie Schwachstellen identifizieren und konkrete Gesetzentwürfe dazu vorlegen. Der Wirecard-Skandal wird auch politisch Spuren hinterlassen. Wir prüfen derzeit sehr genau, wo muss bei der Aufsicht nachgeschärft werden? Wo bestehen Regelungslücken? Wo müssen Prozesse, Zuständigkeiten verbessert werden? Das werden wir nicht durch Aktionspläne und auch nicht durch blinden Aktionismus lösen. Wir brauchen politisch abgestimmte Gesetzesinitiativen, die klug abgewogen sind und konkrete Probleme lösen. Einen Aktionsplan vorzulegen, das ersetzt noch keine Gesetzgebung. Herr Bundesfinanzminister, legen Sie endlich Gesetzentwürfe dazu vor. Als Unionsfraktion stehen wir jederzeit für Sondersitzungen des Finanzausschusses bereit. Das hatte ich vor der Sommerpause hier an diesem Pult gesagt. Es ist gut, dass wir gemeinsam, Koalitionsfraktionen und Opposition, von diesem Werkzeug der Aufklärung Gebrauch gemacht haben. Drei Sondersitzungen, knapp 24 Stunden Befragung. Das hat viele Antworten gebracht, aber eben auch viele Fragen aufgeworfen. Die Sitzungen waren wichtig, aber die Aufklärung muss weitergehen. Die Fraktionen von FDP, Linken und Grünen haben sich darauf verständigt, jetzt die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu beantragen. Untersuchungsausschüsse sind ein wichtiges Werkzeug der parlamentarischen Kontrolle. Und wie das bei Werkzeugen so ist, so hat jedes Werkzeug auch seine eigene Verwendung. Wenn Sie einen Nagel in die Wand schlagen wollen, ist der Schraubenzieher eben doch nur die zweitbeste Lösung oder der Zollstock vielleicht auch. Und ob der Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Wirecard-Skandals das beste Werkzeug ist, das werden wir gemeinsam mit den Antragstellern erörtern. Das hängt natürlich maßgeblich vom Untersuchungsauftrag ab. Der muss passgenau und rechtssicher sein. Die Einsetzung ist an strenge verfassungsrechtliche Vorgaben gebunden. Deshalb ist es gut, dass sich der Geschäftsordnungsausschuss mit dem Thema jetzt vorab befasst. Wir als Unionsfraktion werden im Untersuchungsausschuss konstruktiv und mit Hochdruck daran mitarbeiten, den Fall Wirecard, soweit es nur irgendwie geht, aufzuklären. Nach dem größten Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik dürfen wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Innerlich sind nach wie vor viele Fragen unbeantwortet. Hätte die BaFin die Wirecard AG als Finanzholding einstufen und sie damit auch unter ihre Aufsicht nehmen müssen? Wieso hat die BaFin keine eigene Bilanzprüfung bei Wirecard vorgenommen? Wieso haben Justizministerium und Finanzministerium kaum Einfluss auf die DPR-Prüfungsverfahren genommen? Wieso wurden Probleme mit dem zweistufigen Bilanzprüfungsverfahren nicht frühzeitig erkannt und auch behoben? Wieso unterlag die Wirecard AG eigentlich weitgehend überhaupt keiner Geldwäscheaufsicht?
Wie konnte es ein Unternehmen wie Wirecard in den DAX schaffen, dessen Erfolg weitgehend auf Betrug aufgebaut war? Gerade der Frage, welche Kontrollmechanismen versagt haben, werden wir uns in den kommenden Monaten und Wochen widmen. Ich hoffe, dass wir am Ende ein möglichst vollständiges Bild davon haben, wie es zu diesem Skandal kommen konnte und wie wir gemeinsam einen zweiten Fall Wirecard verhindern können. Als Unionsfraktion ist uns an vollständiger Sachaufklärung gelegen, fair im Umgang, aber hart in der Sache. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Wirecard-Untersuchungsausschuss wird der dritte Untersuchungsausschuss in dieser Legislatur sein. Und die AfD-Fraktion ist die drittgrößte Fraktion. Und ihr würde eigentlich turnusgemäß dann auch der Vorsitz des Untersuchungsausschusses zufallen. Sie möchte gerne den Finanzpolitiker Kai Gottschalk als Vorsitzenden nominieren. Das ist allerdings noch nicht ausgemacht. Kai Gottschalk wird aber jetzt auf jeden Fall sprechen hier in dieser Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, liebe Mitbürger, es kommt nun, wie es kommen musste. Ich habe bereits in meiner Rede am 2. Juli zur Aktuellen Stunde zum Fall Wirecard den Untersuchungsausschuss ins Spiel gebracht. Somit war ich wohl einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste, der diesen Untersuchungsausschuss forderte. Darum bin ich an dieser Stelle froh, dass nun endlich alle Oppositionsparteien der größten Oppositionspartei in dieser Hinsicht folgen. Leider haben Sie es versäumt, meine Damen und Herren von der Linken, den Grünen und der FDP, mit der AfD gemeinsam diesen Einsetzungsantrag zu formulieren. Hierin sehe ich zunächst mal parteipolitisches Kalkül. Das finde ich an dieser Sache absolut schade, denn es geht an erster Stelle hier, und das haben meine Vorredner betont, um Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Nach gängiger Praxis der letzten 50 Jahre, und ich habe dieses Theater und dieses Spiel nicht angefangen, steht der AfD, verehrte Bürger, dieser Untersuchungsausschuss im Vorsitz zu. Dann gibt es weder zurzeit sogar in den Medien, hier im Parlament und auch bei den Rechtsexperten keinen Zweifel. Und diesen werden wir auch beharrlich an dieser Stelle einfordern. Was wir tun werden und alle zusammen tun sollten, ist eine faire Aufklärung der Sachverhalte. An der sollten wir interessiert sein und nicht an Wahlkampfgetöse, meine Damen und Herren. Keine Vorverurteilung und damit vielleicht Scheingefechte, die uns den Blick auf die wirklichen Abläufe bei Wirecard verstellen. Und in dieser Hinsicht rege ich auch an, dass die Kollegen im Bayerischen Landtag, da es ein bayerisches Unternehmen ist, wir haben die Bezirksregierung Niederbayern, wir haben die CSU-Landesregierung, wir haben die Bayerische Landesbank, vielleicht auch hier mal zusammenkommen und einen Untersuchungsausschuss einfordern. Auch das werden wir sicherlich mit dem Kollegen im Bayerischen Landtag sehr konstruktiv begleiten. Eines muss allen noch mal an dieser Stelle klar sein, sollte zu keinen Blockaden, Sie haben es eben über die Geschäftsordnung angesprochen, kommen, denn letztlich, und die wurden hier eben nicht angesprochen, stehen die Sparer, die institutionellen Anleger und der Finanzplatz Deutschland in der Kritik. Und das Image unseres Finanzplatzes ist erheblich angekratzt, liebe Kolleginnen. Und dafür gibt es am Ende dann keine Entschuldigung und wirklich keine Entschuldigung. Es ist unsere Pflicht, hier die notwendigen Dinge und Schritte einzuleiten. Der vorliegende Antrag in der Sache von den drei Oppositionsparteien ist weitreichend und sehr gut. Deswegen wird meine Fraktion, die AfD, diesem Untersuchungsausschuss uneingeschränkt zustimmen und ihn kritisch, aber auch fair begleiten. Wir als AfD interessieren uns aber auch an dieser Stelle für weitere Punkte, wie zum Beispiel Stichwort Leerverkaufsverbot oder auch, was in der Presse gerade aufkommt, warum Wirecard mutmaßlich Spionagesoftware aufkaufen wollte, meine lieben Freunde und Damen und Herren. Und bevor ich zum Ende komme, erlaube ich mir schon eine Replik. Das muss ich sagen. Wir arbeiten sehr konstruktiv und fair im Finanzausschuss zusammen. Und da fand ich es schon abenteuerlich, Herr De Masi, wie Sie Linien herstellen wollen, weil ich die Zusammenarbeit mit der FPÖ gut fände, eventuell Herrn Strache und der wiederum Herrn Masalek kennen könnte und bei einer etwaigen Einsetzung meiner Person eventuell dadurch
Information an Herrn Masalek kommen. Das fand ich abenteuerlich, das fand ich auch der ganzen Sache nicht würdig. Und ich glaube, solch Hypothesenspiel verbietet sich bei einer so ernsten Angelegenheit, liebe Kollegen. Denn es muss um Lösungen gehen, und da werden wir uns nicht verschließen. Beispielsweise die Rotationszeiträume, das hat hier niemand angeschlossen, für Wirtschaftsprüfer auf 4 Jahre beispielsweise zu reduzieren. Denn die Wirtschaftsprüfer haben hier eine Schlüsselrolle gespielt. Ich habe es bei meinen Vorrednern nicht gehört. Wie könnten wir eine bessere Koordination der BaFin und der APAS zusammen herstellen? Wieso ist die APAS am Wirtschaftsministerium aufgehängt und kommt nicht unter das Dach des Finanzministeriums? Größtmögliche Transparenz also. Oder eine Erhöhung der Haftungssummen bei den Wirtschaftsprüfern. 4 Millionen bei grober Fahrlässigkeit. Das ist angesichts der Summe, die verschwunden ist, ein glatter Witz, liebe Kollegen. Lassen Sie uns also gemeinsam nach konstruktiven Möglichkeiten und vor allen Dingen am Ende des Jahres auch Gesetzesänderungen kommen, damit sich dann wirklich der Fall Wirecard bei uns in Deutschland nicht wiederholt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Bislang gab es Sondersitzungen des Finanzausschusses zum Fall Wirecard. Jetzt soll es nach dem Willen von FDP, Linkspartei und Bündnis 90 der Grünen, die zusammen diesen Antrag gestellt haben, einen Untersuchungsausschuss geben. Natürlich sprechen hier die Finanzpolitiker, die damit die ganze Zeit schon befasst sind. Für die SPD ist das Jens Zimmermann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, was bei Wirecard passiert ist, ist ein Skandal. Da sind wir uns alle einig. Und wir als SPD-Fraktion, wir wollen 2 Dinge. Wir wollen eine lückenlose Aufklärung des Passierten und wir wollen die notwendigen Reformen. Das ist für uns ganz klar im Fokus. Wir haben in 2 Monaten im Finanzausschuss in verschiedenen Sondersitzungen mit der Aufarbeitung begonnen. Sie ist ganz sicher nicht abgeschlossen. Und für uns sind auch noch einige Fragen offen. Die Frage, wie konnte es sein, dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Brief und Siegel auf die Jahresabschlüsse gab? Wie konnte es sein, dass es dann ein anderes Wirtschaftsprüfungsunternehmen erst brauchte, um die Missstände aufzudecken? Und wie konnte es sein, dass Verdachtsmeldungen in Bayern versandet sind? Wie konnte es sein, dass Institutionen wie BaFin, APAS und DPR da auch nichts dagegen machen konnten? Das sind Fragen, die sind bisher nicht abschließend beantwortet. Und deswegen erhoffen wir uns mit einer konstruktiven Zusammenarbeit in dem von der Opposition angestoßenen Untersuchungsausschuss da eben auch Aufklärung leisten zu können, meine Damen und Herren. Wichtig ist, wir haben eine Pyramide von unterschiedlichen Verantwortungen. Und das ist immer wieder wichtig zu betonen. Wir haben an der Spitze ein kriminelles Top-Management dieses Unternehmens. Wir haben darunter Wirtschaftsprüfer, die offenbar über 10 Jahre nicht diesen berühmten, diese ganzen Nadeln, von denen Herr Tomka eben sprach, der war ja auch für die Wirtschaftsprüfer da. Das sind die, die im Unternehmen unterwegs sind. Und die haben Sie offenbar auch nicht gesehen. Die Frage ist auch, und das habe ich eben schon angesprochen, warum konnte unser Institutionengeflecht von Aufsichtsorganen das nicht aufdecken? Das sind Fragen, die geklärt werden müssen. Und wir als SPD sagen ganz klar, alle diese Puzzleteile dieser Pyramide, die müssen aufgedeckt werden und eben nicht nur eine wenige. Und dann müssen wir natürlich auch schauen, über den Einsetzungsbeschluss, den die Opposition vorgelegt hat, ist jetzt noch nicht so viel gesprochen worden. Und da will ich schon mal sagen, wir haben uns den sehr genau angeschaut. Und gestern war ja der große Auftritt vor der Bundespressekonferenz. Ich habe gedacht, wann wird jetzt das erste Album der Boygroup vorgestellt? Da wurde uns vorgeworfen, wir würden so auf die Wirtschaftsprüfer uns ausrichten. Und das ist ein Vorwurf, den nehme ich gerne an, weil wer heute mal das Handelsblatt aufgeschlagen hat, der hat auch gesehen, dass doch dieses Organ der deutschen Wirtschaft sich eben heute ausführlich mit der Rolle der Wirtschaftsprüfer in diesem Kontext auseinandersetzt. Also wenn SPD und Handelsblatt der Meinung sind, da müssen wir genau hinschauen, dann kann das so falsch nicht sein. Und lassen Sie mich zum Abschluss eins sagen, wir werden beim Einsetzungsbeschluss dann noch mal sehr genau hinschauen und auch darauf drängen, weil wir glauben, so wie das aktuell formuliert ist, wird dieser Untersuchungsausschuss die Wirtschaftsprüfer nicht vorladen können. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Intention der Opposition ist, dass die Hauptverantwortlichen dann nicht mal erscheinen müssen. Herzlichen Dank.
Ja, die SPD sieht eine Verantwortung bei den Wirtschaftsprüfern, bei den Rechnungsprüfungsgesellschaften. Die fallen in den Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsministeriums und von Peter Altmaier. Die Union verweist gerne darauf, dass die BaFin, die ja auch hier in der Kritik steht, ja in den Aufsichtsbereich von Olaf Scholz fällt und das Finanzministerium. Sehr geehrte Damen und Herren, der Wirecard-Skandal ist der größte Finanzskandal der jüngeren deutschen Geschichte. 1,9 Milliarden Bilanzvolumen weg. Ein Börsenwert über 20 Milliarden Euro hat sich in Konfetti aufgelöst und keiner hat was gesehen. Und ich würde mir wünschen, lieber Kollege Zimmermann, dass Sie die Aufmerksamkeit, die Sie unserem Untersuchungsauftrag hier gewidmet haben, einmal der Aufsicht gewidmet hätten. Dann wäre schon viel gewonnen gewesen in der Vergangenheit. Aber keine Sorge, die Wirtschaftsprüfer stehen drin. Die Story, die wir hier immer wieder hören, ist, Wirecard sei mit hoher krimineller Energie in die Champions League aufgestiegen. Und das stimmt, aber die Wahrheit ist auch, die Aufsicht, die hat auf Kreisliganiveau gespielt. Und deswegen ist Wirecard ein True Crime made in Germany. Und ich stelle Ihnen hier eine Preisfrage. Wer ist eigentlich Stand heute für die Geldwäscheaufsicht über den Wirecard-Konzern, über die AG zuständig? Antwort: niemand. Die BaFin lehnt es ab. Sie sagt, die sind ein Technologiekonzern. Wie Volkswagen sind wir nicht zuständig. Und die Bayern haben am Tag der Insolvenz festgestellt, dass sie auch nicht mehr zuständig sein wollen. Und das ist in der Tat eine Verhöhnung auch der Kleinanlegerinnen und Kleinanleger, die eben viele ihre Ersparnisse verloren haben, oft, häufig aufgebaut über mehrere Generationen. Da gibt es dramatische Schicksale. Es ist richtig, dass man nicht alle Eier in einen Korb legen soll. Aber das tun eben Menschen, vor allem wenn von der BaFin das Signal ausging, von der Finanzaufsicht, das sei ein sicheres Unternehmen und es sei Opfer unseriöser Spekulation. Und deswegen gibt es hier eine politische Verantwortung. Und es geht eben auch nicht nur um Wirecard, sondern es geht eigentlich darum, was wir mit den großen neuen Tech-Unternehmen der neuen Generation machen, den Apples, den Facebooks, die eben Daten sammeln, Finanzdaten auswerten und zu neuen Mega-Schattenbanken werden. Wenn für die zukünftig ein Regierungsbezirk bei der Geldwäscheaufsicht zuständig ist, dann können wir den Laden hier in Deutschland dicht machen. Und deswegen sind weiterhin viele Fragen offen. Warum lobbyierte die Bundeskanzlerin in China für dieses Unternehmen mit dieser kriminellen Energie? Hat sie denn nicht die internationale Wirtschaftspresse zur Kenntnis genommen, die eben schon damals umfänglich berichtet hat? Warum lobbyierte der ehemalige Geheimdienstkoordinator, der dann auch noch für die Österreicher als Geheimnisträger zuständig war, und zwar für einen FPÖ-Minister? Und vielen Dank nochmal, Herr Gottschalk, dass Sie Ihre engen Beziehungen zu Herrn Masalek hier auch den Kleinanlegern nochmal dargestellt haben. Es gibt weiterhin Fragen, die sich an die Staatsanwaltschaft in Bayern richten. Der Kollege Tonka hat das hier ausgeführt. Und bei allen politischen Unterschieden möchte ich mich auch noch einmal explizit bedanken für die gute Zusammenarbeit, die wir hier hatten mit den Liberalen, mit den Grünen. Wir haben das in der Sommerpause hier vorangetrieben. Und ich muss sagen, kam mir da oft vor wie die drei Fragezeichen. Diese Zusammenarbeit werden wir mit Sicherheit fortsetzen. Wir werden unsere eigenen politischen Schlussfolgerungen ziehen. Aber klar ist, wir stehen erst am Anfang. Das sind wir der Bevölkerung schuldig. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, wenn sich so etwas in Deutschland ereignet. Denn der Schaden ist enorm. Auch viele Menschen, die tatsächlich in Innovation investieren wollen, die fragen sich zukünftig, kann ich eigentlich den Bilanzen in Deutschland noch trauen? Das müssen wir ändern. Und deswegen sind wir gespannt auf die Vorschläge der Großen Koalition. Vielen Dank. Ja, erstmal soll der Untersuchungsausschuss nach dem Willen hier der antragstellenden Fraktionen dann möglichst schnell seine Arbeit aufnehmen. Aber der Einsetzungsbeschluss, wie gesagt, der geht jetzt erst nochmal in die Ausschüsse, muss dann auch hier im Bundestag erstmal abgestimmt werden. Und dann könnte wahrscheinlich im Oktober der Ausschuss seine Arbeit aufnehmen. Und jetzt ist aufgerufen, nächster Redner Daniel Bayers für die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es gibt nur eine einzige Vorgehensweise. Voran, nichts verbergen, aktiv an der Spitze der Aufklärung stehen. Das sind übrigens nicht meine Worte, sondern sind die des Bundesfinanzministers Scholz. Und gerade sein Verständnis von Aufklärung ist der Grund, warum wir diesen Untersuchungsausschuss brauchen. Wir haben heute einiges gehört und ich möchte es mal an einem Beispiel Ihnen klar und deutlich machen. Ich habe mich Mitte Juli, als der Fall schon hochpolitisch war, auf der politischen Ebene mich an das Bundesfinanzministerium gewandt mit der Frage, wie ist das eigentlich mit dem Aktienhandel von BaFin beschäftigt? Ich habe eine schriftliche Antwort bekommen mit zwei Botschaften. Erstens,
Es gibt ein angemessenes internes Kontrollverfahren. Zweitens, es gibt keine Auffälligkeiten mit Blick auf den Handel der Wirecard-Aktie. Dann habe ich erst mal gesagt, okay, und ich habe auch ein paar Tage Urlaub mir gegönnt. Und irgendwie hatte ich ein Störgefühl und habe ich gedacht, ich möchte das noch mal genau wissen. Ich habe ein zweites Mal nachgefragt. Und auf einmal war die Antwort eine ganz andere. Da hieß es auf einmal, die Wirecard-Aktie ist der mit Abstand am häufigsten gehandelte Wert von Mitarbeitern, die dieses Unternehmen kontrollieren sollen. Und als ich Herrn Scholz und Herrn Hufeld damit konfrontiert habe, hieß es, ja, wir müssen uns die Compliance-Regeln noch mal dringend anschauen. Ich fasse das mal zusammen. Hätten wir nicht nachgefasst, hätten wir nicht zweimal genau nachgebohrt, wäre dieser Interessenskonflikt nie deutlich gewesen. Das steht symbolisch für die Aufklärungskultur der Bundesregierung. Und deswegen sehen wir uns im Untersuchungsausschuss wieder, meine Damen und Herren. Was in der Debatte heute ein bisschen auffällig war, die SPD-Abgeordneten sprechen über die Wirtschaftsprüfung, die Union redet über die Finanzaufsicht. Ich meine, ist doch klar, jeder will da seine Leute schützen. Aber wenn wir genau und wenn wir ehrlich sind, wir haben ja in den letzten Wochen sehr viel über die Materie gewonnen. Mit Ruhm hat sich hier keiner bekleckert. Im Gegenteil, nicht das Wirtschaftsministerium, nicht das Finanzministerium, nicht das Kanzleramt und nicht der Freistaat Bayern. Das ist ein Skandal, ein Desaster mit langer und lauter Ansage gewesen. Niemand hat seine politische und seine behördliche Kompetenz mal wirklich genutzt und gesagt, ich will da ein paar Steine umdrehen. Und die Frage, warum eigentlich nicht, die wollen wir klären im Untersuchungsausschuss, meine Damen und Herren. Und zu guter Letzt, wenn dieser Fall etwas Positives hat, dann finde ich, dass Journalisten immer wieder den Finger in die Wunde gelegt haben. Da denke ich vor allem an Dan McCrum und seine Kollegin Palmer von der Financial Times. Die haben ihren Job gemacht. Die Regierung, die Behörden, die haben ihn nicht gemacht. Und zum Dank wurden sie von der BaFin angezeigt. Und ich finde, es ist auch mal Zeit, aus Fehlern zu lernen. Und dazu gehört, die Größe zu haben, sich bei denen zu bedanken, aber sich auch eben bei denen zu entschuldigen. Und ich finde, die haben diesen Skandal mutig aufgeklärt mit ihren Recherchen. Und die haben sich damit auch an dem Gemeinwohl, denken Sie mal an die vielen Anlegerinnen und Anleger, verdient gemacht. Und ich halte es für angemessen, dass die beiden am Ende auch das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Denken Sie mal darüber nach. Aufklärung beginnt mit Selbstkritik, meine Damen und Herren. Nächster Redner ist der Kollege Hans Michelbach, CDU/CSU. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Wirecard steht für einen Super-GAU am Finanzplatz Deutschland. Ein DAX-Konzern hat sich quasi über Nacht in Luft aufgelöst. Kleinanleger, Investoren und Gläubiger haben Milliarden Verluste erlitten. Arbeitnehmer haben ihren Arbeitsplatz verloren. Es gibt praktisch keine Insolvenzmasse, dafür aber mehr als 3 Milliarden Euro offene Forderungen. Der Ruf des Finanzplatzes Deutschland wurde massiv geschädigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs und Marktmanipulation. 3 Wirecard-Manager sitzen in Untersuchungshaft. Einer der Hauptverdächtigen ist weiter auf der Flucht. Wirecard stellt sich heraus, war kein erfolgreiches Fintech-Unternehmen, sondern nur ein Scheinriese. Ja, ein Gebäude aus Lug und Trug, das unter den Augen der Wirtschaftsprüfer, der Ministerien und Aufsichtsorganen gedeihen konnte. Meine Damen und Herren, so etwas darf in Deutschland nie mehr passieren. Dafür lohnt es sich, gemeinsam zu arbeiten. Und das wollen wir tun. Meine Damen und Herren, der Finanzausschuss hat sich in der Sommerpause mit großer Ernsthaftigkeit in 3 langen Sitzungen intensiv bemüht, Licht in den Fall Wirecard zu bringen. Doch jede Antwort führte zu neuen Fragen. Weniger Transparenz. Deshalb verstehen wir den Untersuchungsausschuss als Chance, die notwendige Aufklärung zu erreichen, die persönlichen Verflechtungen zu untersuchen,
die Ungereimtheiten der Anzeigen durch die BaFin gegenüber Journalisten zu hinterfragen, Chance, die Aufsicht nachhaltig zu verbessern, Chance, die Kontrolle der Wirtschaftsprüfer neu zu justieren, zu stärken, die Aufnahme in den DAX zu hinterfragen und letzten Endes so das Vertrauen von Investoren und Kleinanlegern in den Finanzplatz Deutschland wieder zu stärken. Das muss unser Auftrag sein. Das muss die Chance dieses Untersuchungsausschusses sein, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die notwendige Aufklärungsarbeit können wir erfolgreich nur leisten, wenn wir uns die zentralen Fragen vornehmen und uns auf diese zentralen Fragen konzentrieren. Da gibt es einige Unbestimmtheiten im Untersuchungsauftrag. Darüber müssen wir reden. Hier geht es nicht nur um Aktionismus oder Wahlkampfspektakel, meine Damen und Herren. Dann dienen wir dieser Chance nicht. Das möchte ich noch einmal betonen. Natürlich kann es für niemanden einen Bonus geben. Es gilt, die parlamentarische Kontrolle als Verfassungsorgan Deutscher Bundestag aktiv wahrzunehmen. Darauf kommt es letzten Endes an. Das sind wir den Geschädigten, das sind wir den Arbeitnehmern, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, und das sind wir vor allem den vielen soliden Unternehmen, Unternehmern in Deutschland schuldig. Es darf nicht dieses Bild von Wirecard übertragen werden auf den Wirtschaftsstandort Deutschland, der im Großen und Ganzen solide Unternehmer und fleißige Arbeitnehmer hat, meine Damen und Herren. Und dazu ist die CDU-CSU-Fraktion ohne Wenn und Aber bereit. Das möchte ich noch einmal betonen. Und ich habe die Bitte an die Opposition, der Sache zu dienen, ohne Schaum vor dem Mund und immer Verteilung in die anderen. Natürlich, wenn jetzt hier der Kollege Bayer sagt, alles ist bei der Staatsregierung Bayern. Was ist denn mit der Staatsregierung, mit der Aufsicht der Börse von einem grünen Wirtschaftsminister? Wenn Sie fair sind, sagen Sie, beide Seiten müssen aufgeklärt werden. Von dem Herrn Al-Wazir, was er da gemacht hat, wie das, was in Bayern gemacht wurde. Auch das ist für die Akzeptanz eines Untersuchungsausschusses wesentlich, dass ich nicht irgendeine Scheuklappe habe, sondern dass ich ganz wertneutral diese Dinge aufarbeite, die notwendig sind, meine Damen und Herren. Der Untersuchungsauftrag steht bereit. Wir sind der Meinung, das ist mehr Chance für die Zukunft, mehr Chance für Transparenz, mehr Chance für den Finanzplatz Deutschland. Deswegen lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten. Herzlichen Dank. Ja, das ist erstmal der Anspruch an einen Untersuchungsausschuss. Natürlich Hans Michelbach hier für die Unionsfraktion. Der Untersuchungsausschuss zu Wirecard, der soll übrigens aus 18 Mitgliedern bestehen. 6 für die Unionsfraktion, 4 für die SPD, 2 Sitze je für AfD, Linke, Grüne und FDP. Natürlich je nach Fraktionsgröße. Letzte Rednerin hier zu diesem Punkt, Schanze Kieseltepe für die SPD. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der Fall Wirecard ist ein außerordentlicher Wirtschaftskrimi. Doch statt um einen Roman handelt es sich hier um die bittere Realität des DAX. Wirecard hat mit diesem Bilanzbetrug nachhaltig das Vertrauen in unseren Finanzstandort Deutschland geschwächt. Es geht um Betrug in Milliardenhöhe. Öffentliche Aufklärung ist deshalb hier nicht nur wünschenswert, sondern notwendig und geboten. Vor dem Deutschen Bundestag gehören alle Karten auf den Tisch gelegt. Bereits in der Sommerpause haben wir mehrere Wirecard-Sondersitzungen im Finanzausschuss einberufen. Und auch wenn wir noch nicht alle Details kennen, klar ist, die Hauptverantwortung liegt beim kriminellen Wirecard-Management und bei den scheinbar blinden Wirtschaftsprüfern. Und hier müssen alle Beteiligten identifiziert und zur Verantwortung gezogen werden. Doch der Fall Wirecard hat nicht nur Fragen zum Management und zum fehlerhaften Wirtschaftsprüfung aufgeworfen. Er hat auch gezeigt, dass Lobbyisten wie Plagiatkönig zu Guttenberg, aber auch Ex-Geheimdienstkoordinator Fritsche
ihren Zugang zum Bundeskanzleramt schamlos Finanzkonzernen zur Verfügung stellen. Er hat auch gezeigt, dass ein Aufsichtswirrwarr bei Bilanzkontrolle und Geldwäsche vorliegt. Also, es gibt dringenden Handlungsbedarf. Wir brauchen endlich ein Lobbyregister für das Parlament, aber auch für die Bundesregierung. Und ich bin froh, dass die Union heute ihren Widerstand hier aufgegeben hat. Auch für die Finanzaufsicht und die Wirtschaftsprüferaufsicht haben wir als SPD-Bundestagsfraktion konkrete Vorschläge gemacht. Allerdings fehlt mir hier noch immer der Umsetzungswille der Union und des Wirtschaftsministers Altmaier. Herr Altmaier hat die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer und Herr Dr. Jens Weidmann als Bundesbankpräsident trägt auch Verantwortung, weil nämlich Wirecard eingestuft wurde als Technologieunternehmen und somit der Bankaufsicht entzogen wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Rumgeeiere reicht hier eben nicht. Ich habe noch keinen einzigen Vorschlag von der Union, geschweige denn von Herrn Altmaier, gehört. Im Untersuchungsausschuss werden wir vor allem die Aufklärung weiter vorantreiben. Wir wissen immer noch nicht, warum die Wirtschaftsberatung EY den Schwindel jahrelang gedeckt hat. Und auch EY will ich hier sehen. Am Ende des Ausschusses muss hier mehr Klarheit herrschen. Ich will aber auch deutlich machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Untersuchungsausschuss darf nicht zu einer Wahlkampfplattform werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn die Verlockung groß sein mag, ist es weder für dieses Haus noch für die Geschädigten noch für unseren Wirtschaftsstandort angemessen. Und ich sage Ihnen, für Wahlkampf wird es noch genug Möglichkeiten geben. Im Mittelpunkt des Ausschusses muss es um Aufklärung gehen. Und dafür werden wir uns als SPD stark machen. Dankeschön. Ja, das ist natürlich die Sorge der SPD, weil ihr gerade recht frisch nominierter Kanzlerkandidat Olaf Scholz als Bundesfinanzminister und die BaFin als Finanzaufsicht, die ihm unterstellt, ist natürlich hier auch im Zentrum dieses Untersuchungsausschusses stehen wird. Wie gesagt, heute ja noch nicht die Abstimmung. Jetzt geht es in die Ausschüsse und muss dann nochmal zurück ins Parlament. Und im Oktober, wenn das glatt läuft, soll dann der Untersuchungsausschuss hier seine Arbeit aufnehmen.